Willkommen in Kathis Kosmos. Heute möchte ich euch mal ein außergewöhnliches Produkt im Bereich Gesichtsreinigung vorstellen. Und zwar ein sehr spannendes Tool, was ich vor kurzem entdeckt habe. Das wurde mir zugeschickt und ich möchte das tatsächlich mit euch hier jetzt direkt live vor der Kamera testen. Und ja, dann erzähle ich euch mal ein bisschen was dazu. Und zwar handelt es sich um dieses Produkt hier. Das ist der Glove Reinigungshandschuh. Der soll eben nur mit Wasser auch hartnäckiges Make-up entfernen können. Ich bin gerade ein bisschen mondän geschminkt und zwar ist es ein Weihnachtstutorial, was ihr in der nächsten Zeit auch bei mir auf dem Kanal entdecken werdet. Und ich dachte, das bietet sich jetzt natürlich gerade an. Habe ich auch schönen roten Lippenstift drauf und habe hier auch die Augen geschminkt. Dieses Produkt einfach einmal auszuprobieren mit euch. Der Glove hält oder eben soll eben 2 Monate halten und ihr seht, hinten habe ich euch mal kurz auf der Verpackung eingeblendet. Es ist einfach quasi der Handschuh. Ihr seht, ihr macht den feucht. Dann soll man das eben beim Auge anfangen, das am Auge festdrücken und aber nicht dann hin und her rubbeln, sondern ein bisschen einwirken lassen oder einfeuchten lassen und dann nur sanft hin und her bewegen. Und mit der anderen Seite dann den Rest des Gesichtes reinigen. Also mit einer Seite die beiden Augen vom Augen-Make-up befreien und mit der anderen Seite dann den Rest des Gesichts. Ja, und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Also wenn das tatsächlich funktioniert und dann hat man 2 Monate lang so eine gute Reinigung, ohne irgendwelche Produkte noch zu haben und ja auch wirklich für unterwegs sehr unkompliziert einfach nur hier sozusagen diesen schönen Handschuh dann mitnehmen zu müssen, dann finde ich das eigentlich ziemlich perfekt. Ich werde das jetzt mal ausprobieren und dann schauen wir gemeinsam, wie das Ergebnis ist. So, und dann ist quasi der feuchte Handschuh dann so übergezogen. Das ist wie so, ja, im Prinzip wie so eine Art Frottee wirkt das. Gut durchfeuchtet. Und diese Mikrofasern, anscheinend sollen die dann, wenn man damit sich abschminkt, die Schmutzpartikelchen oder die Make-up-Partikelchen magnetisch anziehen mit dieser Spezialfaser. So, und dann heißt es hier auf der Packung weiter auch, man soll dann einfach... So, ich gehe jetzt mal hier ein bisschen näher ran, dass ich auch was sehe. Man soll dann einfach hier den quasi einmal, ich lege den jetzt aufs Auge also. Warte jetzt ein bisschen. So, wir warten noch ein bisschen. Und dann probiere ich das jetzt mal einfach nur so ein bisschen hin und her. Und dann schauen wir mal, was beim ersten Mal schon mit runter geht. Und dann seht ihr hier, da ist schon ordentlich was weggegangen. So. Und dann mache ich nochmal ein bisschen. So. Es geht wirklich schon ganz gut. Also ich meine, ihr müsst bedenken, ich habe hier echt ganz gut die Schichten Mascara drauf und jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen, ich lasse es noch mal wieder ein bisschen einwirken. Ich glaube, ich muss den auch noch mal ein bisschen feuchter machen. So. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, so, noch mal ein bisschen feuchter gemacht. Und es fühlt sich auch wirklich, also jetzt beim sauber machen. Also jetzt seht ihr, jetzt bin ich da irgendwie 2-mal rüber. Jetzt muss ich hier unten natürlich noch ein bisschen. Aber eigentlich ist die Mascara jetzt, und ich habe wirklich ganz gut dick Mascara drauf gehabt, ist die wirklich jetzt ziemlich gut runtergegangen. Kann man ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachreinigen. Man hat ja ein bisschen Platz auf dem Handschuh. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Seite ist noch komplett sauber. Ich bin jetzt hier gerade an der einen Seite nur dran. So, ich will auch tatsächlich schauen, dass ich meine beiden Augen dieser einen Seite sauber kriege. Jetzt noch mal ein bisschen Wasser nach. Und jetzt wieder. Also man muss schon... ein bisschen, vielleicht habe ich es aber auch zu kurz jetzt drauf gelassen. Ich lasse jetzt noch mal ein bisschen drauf. So ein bisschen nachwischen muss man natürlich, aber man muss jetzt nicht irgendwie rubbeln. Das muss man nicht. Man kann hier so wirklich das so wegstreichen. Und das geht, das nimmt es wirklich gut weg.
so, sagen wir mal das eine Auge, bin ich eigentlich schon zufrieden. Also man könnte jetzt, nö, eigentlich bräuchte es jetzt so nichts mehr. Wäre jetzt für mich eigentlich gut so. Ja? So, dann haben wir das eine Auge, dann mache ich mit derselben, weil eben ich sollte es ja auch so sehen, wie es wirklich angewendet gehört. Dann mache ich jetzt mit demselben Handschuh, mit dieser Seite für die Augen, auch noch das andere Auge. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen länger irgendwie einwirken auch, dass der richtig schön den ganzen Schmutz oder vielmehr das ganze Make-up runterzieht. Und dann so ein bisschen hin und her bewegen. Nicht rum oder reiben, also nicht rubbeln oder reiben. Und auch jetzt wieder gleich ziemlich was mit runtergegangen. Und jetzt wieder, also man muss es schon, ich merke jetzt, also man muss es schon, es muss schon gut feucht sein. Es darf nicht zu sehr, ihr dürft es nicht zu sehr ausbringen. Es muss schon irgendwie eine gute Grundfeuchtigkeit haben. Und tada! So, jetzt kann man da noch ein bisschen nachwischen. Und dann drehe ich das Ganze um, weil jetzt habe ich hier unten natürlich nur noch was frei. Also man braucht schon, also ich glaube, man kommt mit einer Seite gut für die Augen hin. Und dann hat man eben die andere Seite noch ganz sauber fürs Gesicht, das wir dann auch gleich machen. Diese Mikrofasern haben übrigens auch einen ganz leichten Peeling-Effekt, einen zarten, was ich auch nicht schlecht finde. Denkt man ja Peeling-Effekt am Auge, aber das ist wirklich so minimal, da wird jetzt am Auge in dem Sinne nichts weggepeelt. Aber an der Haut ist das ja dann vielleicht gar nicht schlecht fürs Gesicht. So. Ist jetzt erstmal fein so für mich, würde ich sagen. Ich habe rechts irgendwie muss ich noch mal ein bisschen hier einmal drunter. Da ist irgendwie noch ein bisschen hartnäckig. Also, es ist jetzt nicht so, ihr dürft euch jetzt keine Zauberei versprechen, in dem Sinn, dass ihr das auflegt und dann so, also ne, und dann verschwindet das Augen-Make-up. Ihr müsst schon das dann auch wegwischen, aber ihr müsst jetzt nicht stundenlang rubbeln. Das finde ich auf alle Fälle schon mal ziemlich gut. Und dann benutzen wir jetzt noch die andere Seite, um das Gesicht auch abzuschminken. Und ihr seht, ich habe auch schön krachroten Lippenstift. Mal schauen, wie der Handschuh damit zurechtkommt. Dann habe ich ihn wieder schön durchfeuchtet, meinen Handschuh. Und nehme also jetzt meine saubere Seite. Jetzt seht ihr mich gleich ungeschminkt. Oh mein Gott, ist nicht so schlimm. Und nehme jetzt mein ganzes Make-up ab. So, und werde jetzt wirklich einfach hier mit so sanften, streichenden Bewegungen mich komplett abschminken. Und dann mir mal meine Haut anschauen, wie sich das auch anfühlt. Also jetzt beim Abnehmen fühlt es sich sehr angenehm an. Es ist wirklich so ein ganz weicher Stoff. So, ich würde jetzt erstmal das... So, und dann seht ihr schon, hier, das ganze Make-up hängt schön im Handschuh. Also, es funktioniert schon mal. So. Dann drehen wir nochmal um. Nehmen auch hier alles ab. Und machen wieder schön auflegen und hin und her bewegen, wie es auch heißt. Auflegen, hin und her bewegen. Und es ist eine sehr behutsame, angenehme Form der Reinigung. Auch ein bisschen eine kleine Gesichtsmassage gleich mit dabei. Und jetzt habe ich so das Gefühl, mein Gesicht ist wirklich von allem befreit. Und dann den Lippenstift zum Schluss. Mal schauen, ob er damit auch klarkommt, der Handschuh. Ja. So. Da geht noch ein bisschen was. Also wieder auflegen, einwirken. Bisschen hin und her bewegen. Und ihr seht, tada, Kati also mit Glove, in dem jetzt mein ganzes schönes Weihnachts-Make-up hängt, mit Glove und einfach nur Wasser, komplett abgeschminkt. Die Haut fühlt sich angenehm an. Ich habe ja tendenziell sehr trockene Haut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie mehr spannt als bei meiner normalen Reinigung. Ja, ich muss sagen, also für mich gibt es für das Produkt einen Daumen nach oben. Wirklich ein Top-Produkt. Und vor allem, wenn man sich auch überlegt, was das preislich irgendwie ausmacht. Ich verrate euch nämlich noch schnell den Preis für diese Gloves. Die gibt es übrigens
Unter anderem bei DM, aber könnt ihr auch online auf glav.me bekommen. Ich schreibe euch die Infos dann auch nochmal unten mit rein. Ist jetzt eben seit Dezember auf dem Markt, also wirklich brandneu und kostet 13,99 €. Und dieser Glav, den kann man dann 2 Monate lang verwenden für die tägliche Reinigung morgens und abends. Und dann finde ich, wenn man das mal umrechnet auf, was man eben sonst braucht an Wattepads und Reinigungsmilch und extra Augen-Make-up-Entferner etc., muss ich sagen, also auch nicht unökonomisch, schaut schick aus. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist natürlich das tatsächlich nach jeder Reinigung reinigen, auch mit eben einer leichten Seife, aber gut. Also für unterwegs finde ich auf alle Fälle sehr praktisch und ich kenne mich, ich finde, also ich liebe ja, ich bin ja eher ein Freund von Reinigung mit lauwarmem Wasser und insofern habe ich jetzt natürlich das perfekte Tool dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ja, wenn ihr Lust habt, das mal zu testen, dann ja, habe ich nämlich noch die tolle Möglichkeit, ihr könnt nämlich 3 von diesen Handschuhen sozusagen bei mir gewinnen zum Testen und alle Informationen zu dem Gewinnspiel, die entnehmt ihr bitte auch der Box. Das heißt, wenn ihr das selber jetzt auch gerne mal, wenn ihr mich gesehen habt und mein strahlend reines Gesicht und sagt, ihr möchtet es unbedingt auch gerne mal ausprobieren, dann schaut mal unten in die Box. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, einen von 3 Handschuhen zu testen und auszuprobieren. Ja, dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf Kattis Kosmos. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und dann sage ich noch alles Liebe und weiterhin eine schöne Adventszeit. Eure Kati. Tschüss!